gut aus und schaut auch meistens freundlich rein. Er stinkt auch nicht und ist nicht allzu klein. Und trotzdem schaut man keine an. Vielleicht liegt es doch da dran. Er dreht seit den 80ern immer noch Fackel rein. Vielleicht solltest du wieder mal zum Coiffeur. So geht das wirklich nicht. Solltest du wieder mal frisieren. Oh, wenn du schon dort bist, lass rasieren. Das ist leider seit die Coiffeur nicht mehr da auf Erde. Du siehst allein mit deinen Sorgen. Die Coiffeur, der ist gestorben. Wirklich im Ernst, das kann's doch einfach nicht mehr sein. Die richtet sich ein Uhu in seinem Haar, Fagel und Ästerie. Und wird er mal zum Coiffeur gehen, könnte sie ein Kind eh unten dran. Eine Kappe führen, eine Kappe voller SKA. Vielleicht setzt du wieder mal zum Coiffeur. So geht das wirklich nicht. Sollst dich wieder mal frisieren. Oh, wenn du schon dort bist, lass rasieren. Das ist leider seit die Coiffe nicht mehr da auf Erde. Du siehst allein mit deinen Sorgen. Die Coiffe, der ist gestorben. Bubi, siehst du wieder aus? Da hilft im Ausgang nicht mal, nicht mal ein Blumenstrauß. Und trotzdem schaut man keine an. Er denkt, vielleicht liegt das doch da dran. Und dass ich Haar bis zum Boden habe. Vielleicht setzt du wieder mal zum Coiffeur. So geht das wirklich nicht. Du wieder mal frisieren. Und wenn du schon dort bist, lass rasieren. Du siehst leider seit die Coiffe nicht mehr da auf Erde. Du siehst allein mit deinen Sorgen. Die Coiffeur, der ist gestorben.